Es läuft schon. Läuft schon? Ja. Ja, musst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Also, wir befinden uns gerade auf dem Maschsee in Hannover. Kennt ihr bestimmt auch unsere Videos, also ich sag mal so gerade die Anfänge, die ersten Touren, die wir gefahren sind, die haben auch hin und wieder mal auf dem Maschsee stattgefunden. Und das hat den Grund einfach, weil das ist nicht extrem nah bei uns ran. Man kann es mit dem Auto extrem gut erreichen, weil hier auch direkt eine Hauptverkehrsachse direkt am See vorbeigeht, am Ostufer sozusagen. Und ja, also das Pallrevier selbst, der See hat jetzt nicht übermäßig viel zu bieten, wenn man Natur erleben möchte, aber so ein bisschen zum Flanieren, das ist mal ganz schön. Also ist ja viel Betrieb hier, Läufer laufen hier rum, hier im Südteil gibt es auch ein Strandbad, wo halt viele Leute baden. Ja, Wassersport wird ja viel betrieben, ne? Also so, was haben wir hier, Ruderer, Paddler, es gibt ja alles. Drachenbootrennen. Ne? Drachenbootrennen, ja. Genau. Ne? Ja, der See, der ist künstlich angelegt worden in den 30er Jahren, also so zur dunklen Zeit der deutschen Geschichte, hat man den See hier ja mit massivem Aufwand an Personal ausgehoben. Also unglaubliche 78.000 Kubikmeter Boden wurden hier ausgehoben, um diesen Maschsee zu verwirklichen. Vorwiegend von Arbeitslosen, die damals von der NSDAP rekrutiert wurden, um diese Arbeiten hier unter schlimmsten Bedingungen halt auszuführen. Ja, das ist Schatten und Licht. Heute würde man sagen, war es vielleicht gut angelegt, einfach deswegen, weil hier so viel Aktivität stattfindet. Es gibt ja einmal im Jahr das Maschseefest, wo sich eigentlich ganz Hannover um den See herum trifft. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, kostenlose Konzerte, an jeder Ecke kann man trinken und essen. Also das ist schon, da wird viel Aufwand betrieben und ich glaube auch, dass dieser See für die Hannoveraner wirklich wichtig ist. Also ich gibt wahrscheinlich kaum einen, der den nicht kennt. Ja, das ist ein Naherholungsgebiet, ne? Ja. Genau, genau. Ne? Ja. Und ja, Befahrensregeln gibt es hier schon zu beachten. Also wenn ihr mal vorhabt, hier auch mal mit dem Boot fahren zu wollen, das geht leider nicht mit Aufblasbooten. Also Gummiboote sind hier nicht gestattet. Man muss ein Festrumpfboot haben. Und eine Voraussetzung ist, ihr müsst vorher über das Bauamt eine Maschseeplakette bezogen haben. Susi hält ihr gerade ins Bild. Die ändern sich dann sozusagen jedes Jahr und muss man jedes Jahr neu erwerben. Kostenpunkt sind 15 Euro pro Boot. Ne? Pro Boot und Jahr, genau. Genau. Ne? Das wird auch kontrolliert, also wir haben das gerade auch erlebt, als wir hier eingesetzt sind. Da kam auch die Maschsee-Aufsicht und hat kurz gefragt, ob wir Plaketten haben. Und, aber dann ist auch alles gut, also mehr passiert denn da nicht. Ja, genau. Was gibt es hier naturmäßig zu erleben? Also wie gesagt, nicht so ganz viel. Wir haben ja nur auf der Westseite des Sees, also auf der linken Uferseite, ja, Leinemaschbestände. Die Leine läuft selbst da lang. Ne? Die fließt hier genau dahinter lang. Genau, die meandert da so vor sich hin. Ja, und da kann man natürlich ganz gut langfahren und mal so ein bisschen Leute gucken. Und ja, ne, ist auch wirklich viel los. Ne? Und der Baumbestand ist hier auch ganz schön anzusehen. Also wir haben ja halt viele, was sind das hier, Weiden, ne? Würde ich sagen. Also sieht ganz hübsch aus. Weidenpappeln sehe ich. Genau. Ja, und ein großer Vorteil ist, wenn man jetzt erstmal nur kurz plant, man sagt sich, ich nehme mal mein Boot mit und will mal eine Runde auf dem Maschsee drehen und man merkt jetzt, auch man hat doch eigentlich noch genügend Zeit und möchte vielleicht doch noch mal ein bisschen weiterfahren als das, was man jetzt hier halt so erreichen kann. Dann gibt es hier eine Umtragestelle, die ist gar nicht weit. Was sind das, 20 Meter oder so? Ja, würde ich mal sagen. 20, genau, 50 ne? Meter ungefähr kann man halt aus dem See raus. Das ist ein Steg und kann man dann direkt in die Leine einsetzen, die sich, die sich hier hinter befindet. Genau, also das lässt sich dann wirklich ganz gut machen. Da gibt es auch einen Einsatzsteg, meine ich. Ne? Mhm. Und man kann die Leine dann auch in südliche Richtung ein ganzes Ende hochfahren bis zu einem Wehr in Döhren. Da spätestens müsste man dann wieder umtragen. Ist aber auch mit einem Steg da, also zumindest auf einer Seite mit einem Steg geregelt. Auf einer Seite ist ein kleines Strandstück. Und dann könnte man sogar noch weiter Richtung Saarstedt und so weiter fahren. Und der Eder hat es ja auch schon mal vorgestellt, ein Teil der Leine, beziehungsweise Mittellandkanal. Und ja, der Fluss kann man sich mal angucken. Wir machen das auch immer wieder mal, dass wir da mal hoch und runter fahren. Ne? Mhm. Weil gibt es halt schon auch ein paar nette Tiere zu sehen. Biber und so ist, glaube ich, da. Ne? Nutria, Biber, Vögel, ja. Eisvögel, viele. Da gibt es also auch dort einiges zu entdecken. Und es lässt sich auch relativ gut fahren, das Revier. Es sei denn, es hat vorher halt im Harz stark geregnet. Dann hat das schon mal, ist schon mal ein bisschen Strömungsgeschwindigkeit da. Und da muss man natürlich schon mit klarkommen. Gibt und auch einige viel Wasser auch. Wir hatten ja im Frühjahr extremes Hochwasser. Da war die Leine, der eigentliche Flussläufe, überhaupt nicht mehr zu sehen. Ja, ne. Einsatzstellen hier am Maschsee selber sind ganz hervorragend. Also es gibt hier mehrere fest verbaute Stege und ja, die lassen sich eben von diesem Rudolf vom Bennigsen Ufer von der Straße aus mit wenigen Schritten erreichen.
und sind auch so groß, dass man eben auch problemlos lange Seekajaks da einsetzen kann. Also das ist wirklich super. Das Einzige, was manchmal ein bisschen schwierig ist, die werden auch ganz gerne bevölkert von Leuten, die halt da am Wasser sitzen wollen und ihr Bierchen trinken. Und ja, da muss man sich halt ein bisschen mit denen arrangieren, dass die einen da rauslassen. Aber so grundsätzlich die Örtlichkeiten, die sind schon ziemlich gut hier, würde ich sagen. Ne? Ja. Wir machen erstmal Stopp an der Stelle. Genau, das erstmal jetzt zum See. Genau. Und weiteres wird dann folgen. Gibt ja noch so ein paar Dinge, die euch vielleicht gerade ein bisschen komisch vorkommen oder so. Vielleicht seid ihr ein bisschen farbenblind. Vielleicht das. Vielleicht auch ein bisschen formblind. Ja. Ihr werdet es erfahren. Bis gleich. Ja, wir befinden uns jetzt hier an der Maschseequelle. So wie das Wort es schon sagt, ist es eine ehemalige Quelle, die zur Einspeisung von Frischwasser für den Maschsee ursprünglich angelegt worden ist. Bis in die 60er Jahre war die Quelle zum Frischwasseraustausch für den Maschsee war sie halt in Betrieb, wurde dann aber in den 60er Jahren eingestellt, weil die Quelle das nicht mehr geschafft hat, den See halt ordentlich mit Sauerstoff zu versorgen. Das wurde dann ab den 60er Jahren durch ein Pumpwerk an den Ricklinger Kiesteichen im Süden von Hannover dann ersetzt. Diese Kiesteiche versorgen ab 1960 den Maschsee mit frischem Wasser, also für den Wasseraustausch. Und auch wenn halt der Wasserspiegel durch Verdunstung gesunken ist, wird dann hier Wasser aus dem Kiesteichgebiet hier in den Maschsee eingeleitet. Dann, was ich dazu noch sagen wollte, diese Quelle hier, diese Maschseequelle, wird trotzdem auch noch sporadisch verwendet. Und zwar, wenn der Sauerstoffgehalt hier im Maschsee extrem absinkt, wird diese Quelle hier tatsächlich in Betrieb genommen, um für einen ausreichenden Sauerstoff zu sorgen. Ihr seht dort vorne, befinden sich drei Kaskaden. Dort wird dann das Wasser aus der Leine, die sich dahinter befindet, über die Kaskaden hier in den Maschsee geleitet und mit Sauerstoff angereichert. Das ist das Prinzip von dieser Quelle hier. Ne? Wunderschön, ist immer ein schönes Ausflugsziel für Tagestouristen, für Wanderer. Dahinter befindet sich ein kleiner Biergarten und da kann man dann ein schönes Bierchen trinken und hier die Aussicht zum See genießen. Ja, dann auch mal mit mir im Bild und Klang. Ich bin heute wieder mit dem Scorpio LV unterwegs. LV? Nein. MV. Ging es immer durcheinander. MV für die mittlere Ausführung in der Gewichtsklasse. Ich bin damit sehr zufrieden. Und ja, dann genießen wir heute mal den schönen Sonntag. Wir haben herrlichsten Sonnenschein und fahren jetzt ein bisschen über den Maschsee. Der Maschsee, wenn man den einmal umrundet, sind das ganze 6 Kilometer tatsächlich und er hat in der Längsausrichtung eine Länge von 2,4 Kilometern. Und was zur Tiefe noch zu sagen ist, man kann also wirklich auf den Grund auch hinunterschauen. Er ist sehr klar, sehr sauber und wir kommen hier auf eine durchschnittliche, auf die tiefste Tiefe, das sind 2,20 Meter und eine Durchschnittstiefe von 2 Meter. Der Maschsee wird auch als Fischquelle hier für einen ansässigen Fischer genutzt, der hier einen Karpfen, also
freie Karpfen züchtet, die im Winter abgefischt werden und an die Bevölkerung verkauft werden. Das sind unsere schönen fetten Maschseekarpfen. Mal sehen, vielleicht sehen wir heute noch einen, dann werde ich mal schauen, ob ich ihnen ins Maul schauen kann. Man nennt die auch hannoversche Pottwale, ne? Hannoversche Pottwale, genau. Die sind wirklich riesig. Also die halten sich sehr, sehr häufig oben am Nordufer auf. Und dann kann man diese Prachtexemplare tatsächlich dann auch bewundern. Die sind riesig, wirklich. Na denn. So, meine lieben Zuhörer und Zuseher. Da hinten seht ihr die Susi. Und ich glaube, die Wahl, die sie gefällt hat, als sie sich für das Scorpio entschieden hatte, für das MV, das war nun wirklich genau die richtige Wahl. Ihr könnt echt sehen, also sie fühlt sich da so sicher und heimisch in diesem Boot. Also das habe ich bei ihr eigentlich so in der Form noch gar nicht gesehen. Das war ein Goldtipp. Da könnt ihr sie noch mal sehen in der Profilaufnahme. Hallo. Ich glaube, sie ist glücklich. Oh ja. Eine wirklich gute Wahl. Komisch. Irgendwas stimmt da nicht bei Thorsten. Sein Boot sieht so anders aus. Merkwürdig. Ich muss da mal hinterherfahren. Bin ich farbenblind? Oder ist Thorsten sein Boot in Farbeimer gefallen? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das ist ja komisch, merkwürdig. Das fährt auf einmal so gut. So ein komisch. Ja, ich denke mal, der Thorsten ist uns mal eine Erklärung schuldig, ne? Was? Ich habe irgendwie den Eindruck, das stimmt irgendwas nicht bei dir. So. Ich weiß auch nicht. Er weiß es auch nicht, sagt er. Das ist ganz merkwürdig. Auf einmal ist alles so sicher und stabil. Ich glaube, wir sind euch eine Erklärung schuldig. Ja, ich glaube das wohl auch. Ich komme mal ein bisschen dichter. Kleinen Moment. Na Thorsten, dann gib uns mal eine Erklärung ab. Ja, beim Bund habe ich mal gelernt, nichts ist im Leben so beständig wie die Änderung. Und dem bin ich natürlich wieder voll Folge geleistet. Und zwar hatten wir mit dem schönen rot-weißen Rebel Mastiff, also ich würde sagen, es ist ja immer noch ein gutes Boot. Das davon ab, ne? Ja. Aber bei unserer ersten großen Ausfahrt, die ihr auch da mitverfolgt habt, am Steinhuder Meer, hat sich dann sozusagen am Ende der Tour noch eine Situation ergeben, wo ich mich dann schlagartig in dem Boot doch etwas unsicher fühlte. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich unheimlich schlecht rauskam auf einmal. Also es war ganz merkwürdig. Ich habe die Beine nicht richtig nachgezogen gekriegt, bin dann irgendwie so halb hängen geblieben und war dann schon so kurz vorm Rausfallen. Und irgendwie war dann so ein leichtes Unwohlsein. Naja, und das habe ich dann erstmal so mitgenommen. Die Fahreindrücke waren ganz schön und super, war man eigentlich sehr zufrieden. Aber so das Ein- und Aussteigen war dann schon echt ein Problem, würde ich sagen. Ne? Ja. Naja, und wir kommen dann eben zurück und ja, einen Tag später, meine ich, da hatten wir dann angefangen, die Boote nochmal richtig schön sauber zu machen nach der Tour, weil Steinhuder Meer ist ja immer nicht so ganz sauber, das Wasser. Also da sind ja diese Mudden auf dem Grund und deswegen sehen die Boote danach auch immer ein bisschen aus wie nach so einem Rallye-Einsatz. Ne? Naja, und es kam so ein bisschen, wie es kommen musste. Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich bin manchmal so ein bisschen vom Pech verfolgt. Ich mache also dieses Boot sauber und denke so, verdammt nochmal, da ist an der Spitze vorne ein Fleck, den kriege ich einfach nicht weg. Und dann habe ich das Susi gezeigt und Susi sagt, das soll ein Loch. Und ich sage, oh Gott, das ist ja ein Loch. Naja, ihr wisst, war ein laminiertes Boot mit ja, hochwertigem Laminat, also so ein Kohlefaserzeugs irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wie die Schichtung ist. Gelbrot und ja. Also Kevlar, Carbo und naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte das Boot vorne rechts an der Spitze, vielleicht kannst du denn ja bei dem Video nochmal. Ich blende das ein, genau. Ja, genau. Ja. Bin dann mal ein Bild an, dass man eine Vorstellung hat. Also war sozusagen vor der Öse für den Haltegriff am Bug vorne ein kleines Loch von so, ja, 5 mm Durchmesser, würde ich sagen. Und aber nicht so, dass es aussah wie eine flächige Beschädigung, sondern für mich sah das ganz eindeutig aus wie ein Steinschlag. Ne? Und das war für mich jetzt schon ein bisschen unerklärlich. Zum einen hätte ich schon gedacht, dass die halt ein bisschen stabiler sind, dass sowas eigentlich nicht passieren kann. Und ja, das hatte dann irgendwie in mir auch so ein,
ja, so ein Unsicherheitsgefühl ausgelöst, weil ich jetzt nicht wusste, gehe ich vielleicht damit viel zu unvorsichtig um oder sind die für meine Ideen gar nicht so richtig geeignet, diese Boote? Ich meine, die sind ja schön leicht und so, kriegt man ja wunderbar getragen und vorher auch alles toll, aber wir gehen halt auch robust mit den Dingern um, die müssen auch schon ein bisschen was aushalten. Und ich hatte dann nach dem Erlebnis oder nach dieser Erkenntnis so ein bisschen den Eindruck, dass da werden wir keine Freunde. Ne? So. Nee, ja. Also wir haben auch nochmal recherchiert, weil wir konnten uns echt wirklich nicht erklären, wo dieses Loch entstanden ist. Richtig. Ich habe dann auch das ganze Videomaterial nochmal durchgeschaut, Fotomaterial. Also auf jeden Fall ist es nicht auf der Fahrt zwischen dem Händler und unserem Zuhause entstanden. Und auch auf der Fahrt auf dem Steinhuder Meer ist es auch nicht entstanden, weil ich habe es auf einem Video entdeckt, dass es schon am Hagenburger Kanal, wo wir eingesetzt haben, wo wir da losgefahren sind, da war das Loch dann schon zu sehen. Also kann es nur auf der Strecke zwischen unserem Zuhause und dem Steinhuder Meer passiert sein auf der Straße. Genau. Ich hatte an einer Stelle einen LKW überholt. Möglicherweise hatte der vielleicht ein Steinchen aufgewirbelt. Also wie gesagt, das war nicht schön. Das war blöd. Ja, zumal, das war das eine, das Loch. Das andere halt diese Sache mit dem Aussteigen. Und ich habe dann die Nacht danach wirklich ein bisschen schlecht geschlafen, weil ich nicht wusste, ob das eine gute Entscheidung war mit dem Mastiff. Also irgendwie hatte ich dann auf einmal ein sehr ungutes Gefühl und habe gedacht, wenn wir jetzt unsere großen Vorhaben, Plöner See und so weiter vorhaben, was ihr denn noch irgendwann sehen werdet, habe ich so gedacht, oh mein Gott, da musst du dann überall aufpassen und nicht anzuecken und so. Mhm. Habe gedacht, nee, da fühlst du dich dann auch nicht mehr so richtig frei, ne, wenn du dann immer so ängstlich bist mit allem Möglichen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ging es ja darum, wie machen wir das jetzt überhaupt, weil das war natürlich auch schwer zu erklären. Ich möchte das Boot zurückgeben, weil es ein Loch hat. Ne? Dann wird der Händler natürlich erstmal sagen, oder das war unsere Vermutung, wird er wahrscheinlich sagen, ihr seid da selber schuld, müsst da vorsichtiger mit umgehen, ne? Sieh zu, wie du damit klarkommst und lass das reparieren oder so. Ja, und wir sind dann hingefahren wieder zum Holländer nach Ayenblöm. Gestern. Gestern, genau. Es war also eine Eintagestour hin und zurück an einem Tag. Ja. Also kann ich euch nicht empfehlen, ist nicht so wirklich schön, aber es ließ sich nicht anders machen aufgrund unserer engen Zeitfenster. Mhm. Naja, und wir sind dann da aufgekreuzt. Und ich hatte zum Glück ja noch die Sache da mit dem Etain und mit einem Scorpio so in der Hinterhand. Also das waren ja so meine Rückfallebenen, wenn es denn mit dem Mastiff nicht klappen sollte. Die kannte ich ja nun, hatte ich ja auch schon Probe gefahren und waren ja eigentlich auch meine Favoriten. Und ja, als ich dann diesen Mastiff gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was für ein schönes Boot. Das musst du unbedingt haben, wie es denn so ist. Ne? Naja, und wir haben sie dann aber glücklicherweise ganz problemlos getauscht bekommen. Ayenblöm hat da wirklich kein großes Theater gemacht und hat gesagt, okay, hier, ein neues Boot mit. Wir nehmen das alte für den Preis wieder zurück, den wir bezahlt hatten. Also er hat da auch keine Reparaturen in Rechnung gestellt oder so. Also wirklich ganz wunderbar, klasse Laden. Hatten wir erst gar nicht so damit gerechnet, aber da waren wir natürlich wirklich extrem glücklich. Absoluter so. Service, also Wahnsinn. Und ich habe mich dann also dafür entschieden, diesen Scorpio, das war so ein Sicherheitsgedanke. Also ich kannte das Scorpio. Susi hat es ja nun auch und ich habe jetzt hier die HV-Variante, werde dann mit Sicherheit in anderen Videos nochmal näher drauf eingehen. Und habe dann gedacht, setz auf das sichere Pferd und kauf dir jetzt dieses Scorpio und du bist dann halt für alle zukünftigen Vorhaben auch so mit so einer Rückfallebene gesichert und das ist dann auch halt robust und muss man nicht so gucken und so. Ne? Und von den Fahreigenschaften, ja, was soll man dazu sagen? Also es gibt nicht viele Boote, die besser sind als das Scorpio, wenn man auch so ein bisschen so ein Sicherheitsbedürfnis hat. Ne? Genau. Also so Stabilität, das hatten wir ja alle schon mal erwähnt jetzt im Rahmen von Susis Boot. Ja. Und so sitze ich halt nun hier in einem orangenen oder Fuego-orangenen Scorpio. Heute erste Ausfahrt damit und ich muss sagen, im Nachhinein doch hätte man vielleicht gleich drauf setzen sollen. Ne? Der Ferrari war schön, aber ich bin da kein Ferrari-Fahrer. Nein, man kann vielleicht als Ferrari-Fahrer denken, aber fahren sollte man lieber nur die Mittelklasse. Genau, aber schön. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Dann fahren wir mal ein Stück weiter. Ne? Ja. Bis denn. Thank you.
schöner mit kleinen. Siehst du das? Guck mal. Süß, ne? Ja. Oh! Ja, 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 ja. Jetzt aber schnell. Turbo eingeschaltet eben. Ja. Weg, weg, weg. Lauter kleine Enten. Ja, es ist richtig schön sauber, das Wasser hier, wie ihr sehen könnt. Man kann echt schön auf den Grund runter gucken. Ja, da hat sich schon echt was getan, was auch die Wasserqualität angeht. Vor einigen Tagen, vor einigen Wochen ist hier durch den Maschsee auch noch mal ein technisches Gerät durchgepflügt und hat eine Pflanze hier abgeerntet, die hier... Hahnenfuß. Ha, wie heißt der? Hahnenfuß, wilder Hahnenfuß, genau. Der hier doch für sehr viel Verunkrautung sorgt bis an die Wasseroberfläche, und das ist für die Wassersportler dann extrem schwierig, dann da ihrem Wassersport nachzugehen. Und das ist dann so eine Art Schaufelradbagger oder irgendwie, ne, der greift dann unten runter und hebt dann diese ganzen Gewächse dann auf sein Boot drauf und erntet das dann damit. Ja, ja, und wie man sieht, kann man halt auch nichts mehr sehen jetzt an der Wasseroberfläche. Es ist echt schön sauber alles. So, liebe Zuschauer, wir haben ja noch einen Punkt, auf den wir hinweisen wollen. Es gibt natürlich auch Verkehr hier auf dem Maschsee. Das heißt also, wir haben ja sowieso Privatsportverkehr wie Segelboote etc., Ruderboote. Aber es gibt eben auch mehrere feste Verbindungen. Ich drehe euch mal um hier, damit ihr das sehen könnt. Hier fährt nämlich gerade eins von diesen Maschseebooten los. Die haben mehrere feste Stationen am See und ihr könnt die praktisch wie ein Wassertaxi, das gibt es ja auch in Hamburg und in Kiel und so weiter, könnt ihr also hier den Maschsee in alle möglichen Richtungen überqueren. Hier haben wir jetzt also eins von den älteren Booten, die da gerade abfahren. Schön in einer bunten Farbe. Das ist irgendwie so eine politische Aktion. Und hier links haben wir den sogenannten Maschsee-Katamaran. Komplett elektroangetrieben, ich glaube sogar Solar, ne? Solar angetrieben ist es anscheinend heute gerade nicht in Betrieb, aber wer mal viel sehen will beim Fahren, der ist da richtig. Das Ding sieht aus wie so ein Glastunnel. Ne? Ja. Ja, genau. Dafür so viel zu dem Thema Fährverkehr. Ihr könnt mal hier rumgucken. Das ist die Maschsee-Aufsicht. Da seht ihr die Maschsee-Aufsicht. Und da hinten halt Häfen für Yachten bzw. Segelboote etc. Und da hinten auch nochmal ein anderes Maschseeboot auf der anderen Seite des, auf dem Ostufer. So, wir haben das Thema Verkehr hier. Ja, ich habe jetzt hier mal an dem Steg festgemacht, der zum Umtragen geeignet ist, um von dem Maschsee rüber in die Leine umsetzen zu können. Und von der Höhe her, könnt ihr mal gucken, das sieht gut aus, ne? Also, das ist machbar. Hier oben ist halt der Rundweg, wo man spazieren gehen kann, und wenn man darüber guckt, da wo das Auto jetzt vorbeigefahren ist, genau da geht es direkt gleich wieder in die Leine rein. Und dann kann man schön runter in Richtung Stadt paddeln. Man kann eine kleine Stadtrundpaddeltour machen, da muss man allerdings an einer Stelle umsetzen. Und wenn man nach links paddelt, dann geht es in Richtung Natur, in die Leinemasch raus bis zum Dörner Wehr. An dem Dörner Wehr ist dann auch eine Umtragestelle. Die ist ziemlich, ja, da muss man halt rechts von dem Wehr dann aussetzen, geht dann ein Stückchen über Land, und dann kann man oberhalb vom Wehr am Dörner Wehr wieder einsetzen und die Leine dann in Richtung Hildesheim weiter paddeln, genau. Saarstedt, Hildesheim. Ist eigentlich eine schöne Runde, und die Leine paddelt sich wirklich hervorragend hier hinten. Wäre dann allerdings gegen den Strom in die Richtung, ne? Genau, gegen den Strom, das ist dann stromaufwärts, nach links ist also stromaufwärts. Und rechts geht es dann in die Innenstadt runter. Dann setzt man hier hinter, ist dann der sogenannte schnelle Graben. Da ist auch ein großes Wehr, das ist ungefähr hier. Da muss man auch umtragen und kann unterhalb vom Wehr dann in die Ima einsetzen. Ne? Genau, da setzt man in die Ima ein und paddelt dann auch in Richtung Stadt. Wunderschöner Rundkurs. Zurück geht es dann in die Leine wieder am Leineschloss vorbei und landet dann hier wieder am schnellen Graben, hier hinter dem Wald. Genau. Das ist so das Paddelrevier in Hannover, in der Stadt. Normalerweise befindet sich an dieser Stelle hier noch eine Fontäne. Die ist heute außer Betrieb. Schade eigentlich. Die ist, muss ich mal schauen, die ist ca. 10 bis 17 Meter, kann sie das Wasser in die Luft schießen. Und die wurde durch die Stadtwerke errichtet und ist jetzt im Betrieb, oder wird jetzt durch EnerCity, den Nachfolger von den Stadtwerken, betrieben, die auch die Wartung und die Stromversorgung übernehmen. Hallo, Thorsten. Du bist also die neue Fontäne heute. Ja, soll ich mal. Ich drehe mich um. Ja, also wie gesagt, es wäre halt heute schön gewesen, wenn die Fontäne angewiesen wäre, aber leider ist sie aus.
Ja, dann seht ihr hier nochmal eine kleine Sequenz vom Nordufer. Da hinten befindet sich das, ja, ich habe es wieder vergessen, Sprengelmuseum, mein Gott. Mir entfallen die Namen in der letzten Zeit, das Sprengelmuseum. Das ist also ein ziemlich großes Museum für moderne Kunst. Ja, und da fährt wieder die Maschseeflotte. Juhu! Flüge für Yale de Paris. Unter dem Himmel von Paris heißt es so. Wow, wir sind aber in Hannover. Ja, wir entfernen uns jetzt wieder vom Nordufer und fahren jetzt wieder am Ostufer ein Stück zurück und haben beschlossen, dass wir noch einen zweiten Teil heute noch fahren wollen. Wir haben beschlossen, dass wir noch in die Leine rübersetzen und dort noch ein bisschen den Tag verbringen. Ja, da werden wir auch noch ein bisschen filmen. Hier geht jetzt auch der Akku zu Ende und dann sehen wir uns gleich auf der Leine. Bis denn!